Herzlich willkommen zum TFF Special im Sommer. Es ist saftig warm. So sieht's aus. Wir haben ein saftiges Paket am Start und natürlich das scharfe Messer ist auch dabei. Natürlich der Hawk. Moment, ich halte mal. Ja, genau. Das ist Paket ist von Röder Feuerwerk und wir werden euch heute mal zeigen, was man so unterm Jahr alles zünden darf, was legal ist. Und genau, deshalb packen wir das mal aus. Hat auch ordentlich Gewicht, wir sind gespannt. Schauen wir rein. Wir danken auf jeden Fall Röder Feuerwerk für dieses nette Paket. Link zu Röder findet ihr unten in der Beschreibung. Schauen wir mal so ein bisschen hin. Schauen wir mal rein. Sehr gut, Verpackungsmaterial. Das nehmen wir natürlich alles wieder mit. Ein persönlicher Brief für dich. Das ist einfach nur schön. Und das sehen wir hier. Mal so auf. Hier die Röder Masks. Oh, sehr gut. Sehr schön. Corona-sicher. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Masken braucht. Vielleicht verlosen wir welche von euch. Einen Luftballon. Und Sticker. Sticker. Einen Kuli. Was haben wir hier noch? Gebrauchsanweisungen brauchen wir wie immer nicht. Und hier eine fette Batterie. Das wird eine Rauchkometenbatterie sein. So, hier haben wir Babykacke von Leslie. Sehr nice, wollte schon immer mal testen. Zaubersterne, jede Menge Zeug. Wir schauen mal hinten drauf. F1, Cut F1, also legal. Nur eins vorweg will ich auf jeden Fall sagen, wir haben uns auf jeden Fall hier Plätzchen rausgesucht und haben auf jeden Fall auch Wasser dabei zum Löschen, weil ihr wisst, es ist sehr trocken. Bei der Hitze immer gefährlich. Immer aufpassen, wo ihr das zündet. Es kann da schnell zum Brand kommen im Sommer oder wenn es trocken ist. Generell müsst ihr aufpassen, deshalb passt auf, wo ihr zündet. Wir haben hier Beton und wie gesagt, wenn es da rüber geht aufs Trockene, dann haben wir was zum Löschen dabei. Deshalb passt auf, Jungs. Und jetzt geht's los mit der Babykacke von Leslie. So, bevor es mit der Babykacke losgeht, gerade noch mal ganz kurz zu dem netten Brief von Röder Feuerwerk. Hier habt ihr einen 5% Rabattcode. Danke 2020-130705. Der steht auch noch mal in der Videobeschreibung unten drin. Und damit könnt ihr bei Röder Feuerwerk bestellen und bekommt 5% Rabatt auf euren Einkauf. Also schaut gern mal vorbei. Haut rein. So, dann gibt's Babykacke jetzt hier. Endlich. Ich bin sehr gespannt drauf. Endlich, ja. Endlich. So, wir sind hyped. Babykacke ist am Start. Sieht ja schon mal wunderschön aus. Ja, das ist absolut schön. Ich muss sagen, von der Brenndauer relativ kurz, aber die Wurst, die war schon, die war schon ordentlich. Für ein Baby, also das ist schon ordentlich. Also ja. Aber es ist jetzt auch nichts, was man unbedingt braucht eigentlich. Schon richtig ist komisch. Ist es hart oder ist es nee, ganz ist total weich. Konsistenz, weich. 1A. Sehr gut. So, willst du hier vielleicht mal eine schöne Wunderkerze? Komm, mach mal. Einhorn Wunderkerze, auch ganzjährig erlaubt zum Glück. Können wir uns mit beschäftigen. Auch vielleicht im Stadion erlaubt. Möglicherweise. Da bist du der Renner, glaube ich. Ich denke auch, neben den ganzen Bengalos kommst du mit deinem Einhorn, mit deiner Einhorn Wunderkerze da ganz gut an. Wenn du sie rauskriegst. Wenn man sie rauskriegt. Ah ja. Sehr gut. Die Verpackung ist auch wieder 1. Ah, ich liebe sowas. Aber wir haben Sommer, wir brauchen uns nicht zu beschweren. Im Winter ist das Ganze um einiges. Ja, stimmt. Ja, kompliziert, ja. Boah, ist echt so, die Einhorn-Wunderkerze. Ich denke doch mal, dass man die da oben anzündet. Ah, wie schön. Wunderbar. Das ist doch herrlich. Im Hellen auch mit einer sehr schönen Wirkung. Aber es riecht sehr gut, es riecht sehr gut. Oh ja, oh ja, da kann man nichts sagen. Das riecht nach Silvester. Nach Silvester.
Wunderbar. Gleich ist es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Finger verbrennen, dann ist alles weg. Ja, dann ist es wirklich Silvester. Ja. So, das war die Einhorn-Wunderkerze. Ja. Ja. Hammerteil. Ist halt eine Wunderkerze mit Einhorn-Design. Ja. So, dann gibt es hier die Fackeln, aber die können wir jetzt nicht hier ins Gras stecken. Vielleicht stecken wir sie hier drauf. Oder? Ja, das brennt. Oder nee, wir machen da auf. Das Plastik ist eigentlich ganz gut. Perfekt. Da waren neben die Babykacke. Nico Zaubersterne. Kategorie F1. Perfekt. Das sieht man öfters mal. Die kriegt man auch so manchmal irgendwie im Supermarkt. Das ist ja perfekt. Hab ich aber persönlich noch nie gezündet. So, das könnte was für unser diesjähriges Advents-Special sein. Oh, Wunderkerz. So, wie zündet man die jetzt an? Das ist die große Frage. Dreht man die nicht irgendwie rum? Ich glaube so. Wenn du das glaubst, dann glaube ich dir einfach mal. Keine Bedenken. Mal erstmal einen an. Leg los. Ah ja. Die anderen auch noch. Ich hab nicht gedacht, dass es so lange geht. Ja, ich denke, so im Dunkeln wäre das besser. Da finde ich möglicherweise recht. Das ist ganz geil, wie man Hitze auf dem Boden. Ja. Brenndauer. Brenndauer, echt. Nice. Also, war wirklich gut. So, ja, die fette Batterie ist zwar echt nice, aber ich glaube, das ist heute echt zu heikel, weil das müssen wir wann anders machen. Aber es gibt auf jeden Fall ein Video dazu zur Rauchbatterie. Ich muss aber mal gucken, was das überhaupt für eine Farbe ist. Am besten nach dem Regen mal. Das ist ja, glaube ich, eine Röder Eigenkreation. Grün, jawohl, genau. Am besten nach dem Regen irgendwann. Oh, was ist das? Partygun. Von Triplex. Ich auch noch nie gesehen. Zündet man das überhaupt an oder? Das sieht zumindest mal aus wie. Sieht das aus wie ein Zündschnur oder ist es zum Reißen? So, Freunde. Die Partygun von Triplex. Vier Pieces. Shang Li Sung Song im Board. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist perfekt. Abgabe in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. Von Augen und Ohren weghalten. Sehr gut. Bitte. Das drückt. Nur mit ausgestrecktem Arm vom Körper weghalten. Verwenden, nicht auf Personen oder Tiere zielen. Sehr gut. So, ich bin echt gespannt auf die Partygun. Alter! Hey, kam da überhaupt was raus? Ach so! Ja, das sind diese Dinger, diese Flaschen, die es normalerweise gibt. Ach so. Einfach so da rein. Das ist echt ganz geil gemacht. Ja, da ein bisschen was kam raus. Hey, da ist ja voll wenig drin, ich will auch mal schießen. Okay, Freunde, warte mal, wir machen es mal mit der Kamera. Ego-Perspektive so. So, und jetzt einmal gegen die Kamera. Yeah. Ja, okay. Ja, okay. Also, ist ein ganz lustiger Spaß. Für Kinder oder die so. Ganze, damit kannst du sogar auf Menschen und Tiere zielen. Ja, also da habe ich keine Bedenken, wenn du das auf Kinder oder Menschen zielst. Kinder oder Menschen? Und wirklich sehr gut. Wir heben das zwar wieder auf, aber selbst wenn es wegfliegen würde, ist es Papier und abbaubar und keine Mikroplastikteile, die hier irgendwo rumfliegen. Das ist schon mal ein Pluspunkt für die Gun. Großlopern, viermal Jing Yang. Jing Yang Long. So, die stellen wir mal beiseite.
Das ist von uns. Hier haben wir die Knatterletze. Nee, Knatterpeitsche. Ah ja, die sind geil. Von die Röder Kids Edition. Waren das die, die wir immer zusammengebunden hatten? Ja. Genau. Boah, was war denn das nochmal für ein Video? Osterspecial oder sowas vor wie vielen Jahren? Hau mal einer raus. Aber leg's in die Mitte. Davon sollten wir auf jeden Fall jetzt nicht mehr auf einmal machen. Nee. Mach noch eins, aber wenn wir die alle auf einen Haufen legen würden, das wäre zu heftig. Dann müsste nur einer ins Gras fliegen und unser Wasser wird aufgebraucht. Sau geil, also für Kinderfeuerwerk richtig gut. Ja. Ich meine, wir sind hier in der Autobahn, man wird es wahrscheinlich hören im Hintergrund, aber für uns war es sehr laut. Ja. Und normalerweise hängt man die, glaube ich, sogar auf. Ja. Sind aber sau geil, also Leute, die werdet ihr auf jeden Fall nochmal in einem Video sehen. Richtig nice Teile. So, was haben wir noch? Hier hinten haben wir noch irgendwas. Das sind auch irgendwelche Fontänen. Schokolino. 5 Fontäne mit Crackling-Finale. Sollen wir eine probieren? Auf geht's. Kann natürlich sein, dass die weiten Auswurf haben. Ich hol mal die Wasserflasche, mach du mal. Geht's weiter mit der Schokolino. Die Fontäne haben wir jetzt mal eine rausgeholt. Die sagen feuerfrei. Warum ist der Auswurf nicht zu groß? Ja. Okay, krass. Also für einen F1-Artikel saugeil. Ja, krass. Auf jeden Fall F1. Saugeil für F1. Also richtig nice Artikel. Aber für uns zu heikel. Also wenn hier irgendwas rumfliegt oder so. Das war auf jeden Fall der letzte davon. Ja. Und der Rest, wir können euch noch zeigen, was drin ist. Aber ich glaube, das können wir heute leider auch nicht machen. Bengalo haben wir hier noch. Titan Bengalo von Agendo. Wäre ich eigentlich richtig gespannt drauf, was da so geht. Kategorie T1. Und hier haben wir noch eine Smoke. Also auch relativ ungünstig neben der Autobahn und dann noch eine weiße von Smoke. Explode, ja. Bevor da noch immer die Feuerwehr ruft. Das machen wir besser nicht heute. Auch in T1. Unsere Kamera, wo der Akku leer ist. Und genau. Und hier noch diese schöne Batterie. Ja, aber das war's von unserem schönen Einblick, was so geht unterm Jahr. Wenn das Wetter passt, wenn es natürlich mal geregnet hat, dann kann man das natürlich so locker machen. Aber wenn es mal wie jetzt ein paar Tage trocken ist, dann ist heute, das ganz schön gefährlich. Bei knapp 40 Grad ist das nicht so angenehm. Und man muss natürlich auch drauf aufpassen, solche Sachen, die auch Lärm machen. Wenn ihr die im Wohngebiet zündet, ist auch nicht so toll, dann kann natürlich auch das Ordnungsamt kommen. Und ja, nicht jeder Polizist oder jedes Ordnungsamt weiß darüber Bescheid, über die Regeln. Deshalb könnt ihr euch da auch Ärger ersparen, wenn ihr einfach irgendwo ins Feld geht wie wir und einfach da das in Ruhe macht. Ruhe an der Autobahn zum Beispiel. Und dann habt ihr es gemütlich. Schaut auf jeden Fall bei Röder vorbei. Genau. Vielleicht fällt euch was ein, was ihr gebrauchen könnt. Und, denkt an den Gutscheincode. Genau. Unten in der Videobeschreibung steht er nochmal drin. 5% Rabatt. Und im September geht es wieder richtig los. Ab da an wieder richtig fett Videos. Ja. Und geduldet euch bis dahin. Schaut ein bisschen auf Instagram vorbei. Schaut die alten Videos an. Und dann sehen wir uns in der heißen Phase wieder, Leute. Haut rein. Richtig geiler Scheiß.